Einfacher Zwetschgenkuchen mit einem ganz dünnen, weicheren Mürbeteig ohne Backpulver diesmal. Super, super lecker. So liebe ich ihn. Und wenn keine Zwetschgen sind, kann man diesen Kuchen auch mit kleinen Apfelscheibchen machen oder auch mit Kirschen. Schmeckt immer wunderbar und ist einfach in der Herstellung. Die letzten Zwetschgen dieses Jahr. Mit den letzten Zwetschgen aus unserem Garten möchte ich noch einen Zwetschgenkuchen, einen einfachen, backen. Und den Teig, den mache ich heute im Thermomix. Da kann ich mir zuerst die Streusel mixen und dann den Teig auch mixen. Und während der dann im Kühlschrank ruht, der Teig, kann ich dann die Zwetschgen waschen und schneiden. Ich backe den Kuchen heute in der 28 cm Springform. Da werde ich mir ein Backpapier einspannen. Die genauen Mengenangaben, die ich für diesen Kuchen brauche, findet ihr unterhalb vom Video in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das ganze Rezept alles genau nachlesen. Ich mache Streusel und für die Streusel brauche ich natürlich Mehl. Für meine Größe brauche ich 125 Gramm Mehl, dann 100 Gramm kalte Butter, die habe ich jetzt vom Kühlschrank genommen. Die schneide ich mit dem Messer dann in Stückchen in den Thermomix und Zucker etwa 60 Gramm und eine Prise Salz. Das wäre alles für die Streusel. Ich wiege die Zutaten für die Streusel direkt im Thermomix, weil ja da eine Waage ist. Und heute mache ich ja die ganz normalen Streusel. Wer halt Streusel mit Haferflocken möchte, der kann auf meinem Kanal den Apfelkuchen mit Streusel mal anklicken und schauen, wie ich die gemacht habe. Die schmecken auch sehr lecker. Aber heute geht wirklich die ganz einfache Version, wie auch meine Mutter, meine Omas gemacht haben. Ich gebe zuerst die 125 Gramm. Zuerst gebe ich das Mehl hinein, wiege ich es. 125 Gramm. Wenn es geht genau, naja, haben wir 126 Gramm, passt auch. Und dann 60 Gramm Zucker. Dann muss man immer nur Tara drücken, wenn man jetzt mit dem Thermomix es macht, dass man es ja nicht vergisst, sonst kriegt man keine richtigen Streusel raus. Da gebe ich jetzt 60 Gramm. Da habe ich 62 wegen 1, 2 Gramm, das macht nichts. Dann gebe ich eine Prise Salz. Das ist so, was ich zwischen zwei Fingern halten kann. Ach, man sieht gar nicht, was ich reingebe. Und noch die Butter. Butter brauche ich 100 Gramm. So. Das geht schnell. Und nach den Streuseln wasche ich ja den Topf nicht. Ich gebe gleich auch die gleichen Zutaten wie für die Streusel. Allerdings gebe ich noch ein, na, jetzt habe ich nicht aufgepasst vor lauter Reden, aber ich nehme es zurück, dass ich nicht zu viel Butter habe. 64 Gramm, so können wir es lassen. Nachher mache ich den gleichen Teig. Allerdings gebe ich dann noch ein Ei hinzu und vielleicht so 30 Milliliter, 2 Esslöffel Milch auch hinein. Man kann in den unteren Teig auch etwas Backpulver hineingeben. Ich lasse aber heute das Backpulver ganz weg. Ich habe den Deckel mit dem Messbecher, mit dem inneren Deckel aufgesetzt und nun wähle ich 10 Sekunden. Stufe 6. Ich mache es jetzt lautlos, damit es für euch nicht so laut ist. In 10 Sekunden habe ich ja wirklich schöne Streusel erhalten.
Die fülle ich um und stelle sie in den Kühlschrank kalt. Und dann geht es weiter mit dem Teig. Der Teig, wie gesagt, wird auch so. Wenn ich jetzt mit der Hand etwas andrücke, dann habe ich ganz schöne Streusel. Dann kann ich wählen, ob ich sie größer oder kleiner dann auf die Zwetschgen streue. Für den Teig werde ich auch hier die Zutaten abwiegen. Dann nehme ich die haargenau die gleichen Zutaten wie bei den Streuseln. Allerdings gebe ich noch ein Ei und etwa 30 Gramm Milch noch mit hinzu. Ihr findet alles, wie gesagt, unterhalb vom Video. Und wie ich das jetzt mache, das zeige ich euch jetzt nur im Zeitraffer. Dies ist jetzt ein weicherer Mürbteig, aber ich will ihn auch nicht ganz so fest haben wie die Streusel. Deswegen gebe ich ihn jetzt auch kurz in eine Frischhaltefolie oder in einen Gefrierbeutel oder einfach in ein Schälchen. Und dann kommt er in den Kühlschrank und während er kühlt mit den Streuseln, kann ich die Zwetschgen halt vorbereiten. Ich nehme jetzt die ganze Masse, muss mir einen Teigschaber noch holen, raus, so gut es geht, und gebe dann noch kurz etwas Mehl unten und dann schleudert halt der Thermomix alles noch besser an den Rand, dass ich es alles schön, schön rauskratzen kann. Da gebe ich noch kurz Mehl hinein. Und lasse das Ganze ein paar Sekunden im Thermomix laufen, dann schleudert es mir fast den gesamten Teig an den Rand. So sieht es aus, nachdem ich es noch einmal kurz laufen ließ, und schon habe ich dann das Ganze auch schöner draußen. Und wenn jetzt ein klein bisschen Rest hier bleibt, das macht nichts. Also diesen Teig macht man ja fast leichter, sage ich mal, von Hand. Mit dem Handrührgerät mit Knethaken. Weil dies ein etwas weicherer Teig ist. Im Thermomix funktioniert das auch. Danach gebe ich Wasser und lasse die Reinigung laufen und schon ist es geputzt. Gut, nun noch ein bisschen Mehl obendrauf. Dann habe ich einen dünnen Teig. Ich will keinen dicken Teig haben unter den Zwetschgen. Jetzt drücke ich dies kurz an. Und noch einmal. Plattiere ich es mit der Hand und ab in den Kühlschrank. Ich spanne das Backpapier ein. Dafür nehme ich ein Backpapier, falte es zur Hälfte. Und nochmal zur Hälfte und dann mache ich es einfach so wie eine Tüte, halte es zur Mitte, ich bin da großzügig, es soll lieber über den Rand stehen, und wer das nicht machen will, der lässt halt einfach das Backpapier ganz groß, aber wenn man es etwas rund haben will, schöner haben will, dann spannt man es einfach ein. Und fertig ist die Form vorbereitet. Nun geht es an die Zwetschgen. Und die zeige ich euch, wenn sie gewaschen sind, dann wie ich es mache. Ich nehme die Zwetschge, fange hier, wo der Stielansatz war, an, gehe ringsherum und hier schneide ich nicht ganz durch. Dann komme ich her und mache hier auch nur halbe so ein Kreuz.
Dann öffne ich die Zwetschge, hole den Kern raus und dann habe ich so ein, zwei Zwetschgen noch aneinander, die hier halbiert sind. Und so mache ich sie sehr gerne, wenn ich so einen kleineren Kuchen. Es sieht einfach schöner aus fürs Auge. Also drei Viertel schneiden, dann von Hälfte bis zur Hälfte aufmachen, Kern entfernen und schon habe ich so den Viererpack. Ich mache es jetzt auch noch einmal und dann mache ich alle anderen, ohne dass ich es euch zeige. Ich wollte es nur gezeigt haben, warum ich liebe einfach die Zwetschgen so aufzumachen. Man muss es nicht so machen wie ich, man kann es so. Hier nochmal, sie sind jetzt auch richtig, richtig reif. Heute werde ich auch nur ein Päckchen Vanillezucker auf die Zwetschgen dann drüber streuen und ein bisschen Zimt, weil ich Zimt mag und keinen anderen Zucker obendrauf, weil die sind ja richtig, richtig reif. Die Zwetschgen sind fertig vorbereitet. Den Teig habe ich aus dem Kühlschrank jetzt rausgenommen. Er war etwa 35 Minuten bei mir nur im Kühlschrank. Und in der Zwischenzeit habe ich dann die Zwetschge gemacht und auch den Topf vorgespült. Jetzt gebe ich mir hier direkt, das soll ja ein schneller Kuchen sein, etwas Mehl und gebe diesen weichen Teig drauf. Man kann auch ohne Ei und ohne das bisschen Milch machen, dann hat man halt einen normalen Mürbteig quasi. Ich will ihn wirklich weicher haben. Ich will ihn nicht so fest haben. Ich gebe mir auch hier noch ein bisschen Mehl. Er ist jetzt doch klebrig, aber nicht mehr lange. Der kommt jetzt von der Folie einfach runter. Mit Hilfe von einer Teigkarte geht das super. Und nun drücke ich alles von Hand, natürlich mit bemehlter Hand, mit der Handfläche ganz dünn flach. Man kann auch so einen Roller nehmen, wenn man das nicht mit der Hand machen möchte. Ich liebe halt den Zwetschgenkuchen, wenn unten kein so dicker Boden ist. Aber man kann auch das Thermomix-Rezept machen, wo halt viel mehr Mehl ist und dicker der Teig. Jeder halt das, was er möchte. Ich mache jetzt wirklich einen ganz, ganz dünnen. Und so drücke ich das. Einen Rand mache ich gar nicht. Gut, am Rand drücke ich es jetzt auch etwas fest, aber ich drücke mir keinen Rand hoch. Der Backofen, der heizt bei mir auf 180 Grad Ober-Unterhitze hoch. Und das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, wo ich eingeschalten habe, denn bis ich die Zwetschgen verteile. Oh, er ist schon oben, das ging aber schnell. Der war auf schnell hochheizen. Jetzt muss ich mich beeilen, denn der Backofen, der hat ja schon gepiepst. Und zwar gebe ich die Zwetschgen kreisförmig nebeneinander und so mache ich es dann, bis ich in die Mitte ankomme, bis zur Mitte hin, stelle ich sie so auf. Wie gesagt, das ist meine Methode, aber es muss halt nicht jeder diese Vierer-Methode machen. Man kann sie schneiden, wie man das gerne hätte. Ich habe es jetzt nur so gezeigt. Und dann kommt Vanillezucker und Zimt drauf und die Streusel. Und schon kann alles in den vorgeheizten Backofen
So sieht der vorbereitete Kuchen aus und kommt nun in den Backofen. Bei 180 Grad backe ich ihn mit Ober-Unterhitze und ich denke, dass er 30 bis 35 Minuten bei mir brauchen wird. Was mit diesen Zwetschgen dann passiert, zeige ich euch auch. Während der Kuchen backt, kann ich Zwetschgenröster kochen. Da habe ich jetzt Zucker, Gelierzucker, eine Zitrone habe ich ausgepresst, Zimt und die restlichen Zwetschgen kommen auch so hinein. Dies wird jetzt nicht Marmelade, sondern so ein Zwetschgenröster, wo auch stückig bleiben, denn das schmeckt super lecker, wenn man Dampfnudeln hat, wenn man Kaiserschmarrn macht, wenn man Buchteln macht. Zu Buchteln schmeckt es so als Zwetschgen-Chutney sehr gut dazu. Und das ist ja jetzt keine große Menge, aber ich will die letzten Zwetschgen, weil sie so gut reif sind und süß sind, will ich sie auch in Gläser dann füllen. Der Kuchen war jetzt bei mir schon 36 Minuten drinnen. Ich gebe ihm noch 5 Minuten. Mir kommt es vor, wie wenn er noch nicht ganz gebacken wäre. Ich habe ja auch dicke belegt. Und in der Zwischenzeit, wo der Kuchen backt, habe ich auch Zwetschgenröster hier abgefüllt. Das werde ich nun runter in den Keller tragen und die Gläser natürlich umdrehen. So habe ich in 2 Stunden einen Kuchen und 11 Gläser Zwetschgenröster gemacht. Nun kann ich den Kuchen aus dem Ofen rausholen. Er ist jetzt gebacken. Er war bei mir 42 Minuten drinnen bei 185 Grad Ober-Unterhitze. Ich habe halt dick belegt, ich habe nicht gespart an den Zwetschgen. Ich weiß auch nicht genau, wie viel ich drauf habe. Ich schätze mal so 1200 Gramm etwa. Der Kuchen ist ja jetzt glühend heiß. Der muss abkühlen, wenn er dann noch leicht lauwarm ist. Dann entferne ich erst den Ring, zuerst löse ich ihn mit einem Messerle oder mit einem Kuchenmesser und dann kann ich ihn mit einem Tortenretter einfach auf die Platte schieben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und werde vom Anschnitt nur ein paar Bilder hinzufügen. Und ich habe ja diesen Kuchen schon oft gebacken, auch in großer, in 32 cm Auflaufform. Da werde ich auch noch 2 Fotos mit anhängen. Ich wünsche demjenigen, der diesen einfachsten, sage ich mal, Zwetschgenkuchen nachbäckt, gutes Gelingen dabei und viel Freude beim Nachbacken. Danke fürs Zuschauen heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Kuchen ist jetzt fast komplett abgekühlt. So liebe ich ihn am meisten, wenn er so dünn ist. Also ich habe wirklich jetzt nur die Springform einfach gelöst. Es geht einwandfrei. Und das meinte ich mit dem Backpapier. Dann kann ich den Kuchen sehr, sehr leicht auf die Kuchenplatte schieben mit Hilfe des Kuchenretters. So einfach geht es.